schweres Spiel, wie jede Woche wieder aufs Neue. Der Gegner hat gut verteidigt, hoch engagiert Fußball gespielt, gut in den Zweikämpfen gewesen. Wir waren in den ersten 10 Minuten leider überhaupt nicht im Spiel. Aus dem Grunde ist auch das Tor zum 0:1 gefallen, wo wir keinen Zugriff gefunden haben, weder bei der Flanke noch im Zentrum. Und wir mussten wieder bis zur letzten Minute alles investieren, um 3 Punkte hier zu behalten. Ich glaube, am Ende war es sicherlich hoch verdient gegen eine sich wirklich klasse wehrende Mannschaft. Ja, ist schade. Wir haben eigentlich einen richtig guten Start erwischt hier bei Dassendorf. Sind gut ins Spiel gekommen, wollten die erste Viertelstunde, hatten wir uns vorgenommen, da ein bisschen Druck zu machen, ein bisschen raufzugehen. Dass das gleich mit dem Tor für uns, dass es mit dem Tor resultiert, war natürlich hervorragend. Ist dann so eine Phase dann wieder im Spiel bei uns, dass wir dann halt wieder Druck machen und nicht nachsetzen, nicht nachlegen. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, denke ich, wo wir dann wirklich nochmal gut durchgekommen sind, gerade über unsere starken Flügelspieler Simon Windhoff und auch Kevin Trenell, die sehr stark über den Flügel gekommen sind. Wir haben es einfach dann nicht geschafft, da mal richtig nachzusetzen. Und normalerweise kannst du dann hier 2-3-0 in Führung gehen, so wie Dassendorf die ersten 20 Minuten gespielt hat. Danach haben die sich so einigermaßen gefangen und haben dann auch angefangen, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Ja, und dann halt dieses sehr doofe 1-1 nach einem langen Einwurf von Dassendorf, was sie sehr gut gemacht haben, war dann einfach bei uns im Strafraum die Ordnung nicht mehr da. Und das darf nicht passieren, dann ein Gegenspiel aus 5 Metern, frei vorm Tor, und dann dreht er sich und er ist halt drin. Sind in die Halbzeit, sind rausgekommen und uns war klar, dass Dassendorf hier auf jeden Fall auf das zweite Tor drücken will. Und das war dann auch so mehr oder weniger der Plan, dass die kommen und wir dann unsere Konter setzen. Dass es dann am Ende nicht gereicht hat, ist halt ärgerlich, weil... Ich rede eigentlich ungern über Schiris, aber was er heute gemacht hat, das war einfach nicht fair. Ich sag das mal so einfach. Das war einfach nicht fair, weil er die ganze Zeit richtig gut gepfiffen, das hat er stark gemacht. Und die Aktion, die zum Freistoß geführt hat, die dann zum Tor geführt hat, war einfach ein ganz regulär gespielter Ball von uns. Die Situation war, glaube ich, vorher 4 oder 5 Mal, da hat er das durchgehen lassen. Und bei uns hat er es halt gepfiffen und da, finde ich, hat er einfach Dassendorf mal den Sieg dann mehr oder weniger mit vorbereitet. Als Assistgeber werde ich ihn wohl bei mir eintragen. Dass wir dann einfach nicht mehr nochmal rankommen in den letzten Minuten, war irgendwo klar, weil das sehr kraftaufwendig war. Aber wir werden nicht aufgeben, wir werden weitermachen. Wir haben ein sehr, sehr wichtiges Spiel jetzt nächste Woche zu Hause gegen BU. Müssen uns die Woche wieder darauf vorbereiten und dann müssen wir halt zusehen, dass wir da punkten.